Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch zurück zu, ja, der mächtigen Tesla-Power von Craft the World mit mir, dem Mr. Merp. Jetzt haben wir hier schon zwei Tesla-Türme gebaut und dabei wird es allerdings nicht bleiben. Ich habe vor, hier noch ein paar mehr zu bauen, um unsere Verteidigungsfähigkeit auf dieser Ebene hier zu maximieren. So, erstmal sammeln wir hier ein bisschen Wasser, denn wir wissen ja, Strom und Wasser ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Deswegen, naja, es macht in dem Spiel überhaupt nichts aus. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber wir sollten es trotzdem nicht riskieren. Man weiß ja nie, was passiert. Im Übrigen, wir können jetzt auch die Stahltür machen. Das hier war ja die Eisentür, also nee, die Stahltür und dann... Stahltür. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Stahlschott. Also hier kostet ja, wie gesagt, 5 Eisen und ein Schloss. Und die Stahltür, sind zwei verschiedene Stahltüren. Die absolut stärkste Tür. Also es gibt verschiedene Türen, wie ihr seht. Und diese Türen heißen beide Stahltüren. Und auch in der ersten Tür steckt ja auch unser ganzes Eisen. Also selbst die Holztüren sind bei uns mehr oder weniger Eisen oder Stahltüren. Jo, jetzt wollen wir doch mal schauen. Moment. Das war, glaube ich, nicht hier. Das war, glaube ich, hier. Die Tesla-Türme. Da brauchen wir natürlich jetzt noch Glas. Und Glas stellen wir her mit Sand. So, dann mach doch mal Sand. Ich glaube, das letzte Mal war uns ein bisschen die Kohle ausgegangen. Mach erstmal 40 Glas. Damit wir hier quasi... Ach Gott, diese Schnecke nervt. Damit wir hier quasi zu einer ordentlichen Verteidigung kommen. Und da drüben sollten wir über kurz oder lang das natürlich auch machen. Hier oben kommen dann wieder die Türme hin. Obwohl ich ehrlich gesagt am Überlegen bin, ob ich hier nicht auch einen Tesla-Turm hinmachen soll und hier nur einen normalen Turm. Das sind so die Fragen, die man sich so stellt. Denn dieser normale Turm hier war mein Gedanke, der könnte tatsächlich die ankommenden Monsterhorden erstmal tanken, währenddessen die Tesla-Türme ihm dann quasi dabei ein bisschen helfen. Also dabei nicht drauf zu gehen. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Ich habe mich ganz, ganz heftig verglückt. Und deswegen muss ich jetzt nochmal alles hier reinmachen. Eine unglaublich unzumutbare Aufgabe. So. Und jetzt noch der Bogen. In Auftrag gegeben. Jetzt brauchen wir noch Nägel. Nägel brauchen wir Eisen. Eisen haben wir gerade eben tatsächlich mal wieder genug, weil Grunt das für uns im Sonderwucherangebot sozusagen immer wieder anbietet. Bist auch der größte Held vom Erdbeerfeld. Guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn nicht treffe, den blöden Schneckerich. Aus irgendeinem Grund komme ich da nicht durch die massive Stahlwand durch. In dem Fall Steinwand. Na? Hey, er hat dazugelernt. Jetzt, wo der Chef da war, ne? Da guckt er plötzlich, ne? Und denkt so, oh, ja, ich habe überhaupt gar keine Zeit vertrödeln. Natürlich schieße ich auf die Schnecke. Eieiei, einmal mit Profis. Apropos Profis, jetzt kommen die coolen Wandlampen ran. So, genau. Entferne die Wandlampe und... Oh, der Höhe? Nein. Auf der Höhe machen wir keine Lampe dieser Art. So. Jetzt kommen nämlich die wunderschönen... wie heißen sie? Luxuslampen hin? Wie heißen sie? Wie heißt ihr? Sie sagen mir nicht, wie sie heißen. So wenig Kooperation bin ich nicht gewöhnt. Ihr heißt natürlich kleine Kronleuchter. Naja, es sind mehr so Wandleuchter. Weil von Krone sehe ich da relativ wenig. Aber sei es drum. Ich werde es jetzt hier quasi nicht deswegen mit den Lampen verscherzen. Denn wir brauchen sie ja schließlich noch. So, einmal bitte dahin, einmal bitte dahin und einmal bitte dahin. Dasselbe machen wir hier drüben. So, du schläfst eh, das heißt, wir können dir auch dunkel machen. Gut, der Turm da drüben ist soweit fertig. Das heißt, wir können jemanden dahin schicken, der da das Dingens dahin baut. So, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ja, das brauchen wir hier nicht unbedingt. Man kann machen, was man will. Man hat von diesen Dingern irgendwie wirklich nie genug. Es ist wie verhext. So, dann kommt da noch ein Leuchterchen hin und da noch ein Leuchterchen hin.
Und hier wäre eigentlich auch noch eine ganz, ganz gute Stelle dafür, so wie hier und hier. Und dann bin ich mal gespannt, was der Grinsekeks sagt. Auf jeden Fall sieht das dadurch jetzt gleich noch viel, viel hübscher aus. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich sehe das so. So, wir werden schon wieder angegriffen, weil sich da wieder jemand durchs Gemüse hackt. Alles, was irgendwie Höhle ist, gilt hier, glaube ich, als ist meins. So. Dann haben wir den Turm jetzt hier auch. Wie schaut's aus? Können wir inzwischen wieder Tesla-Türme bauen? Tesla, Tesla, Tesla. Wo haben wir es denn? Da. Gut, dahin. Und, oh Gott, wir können tatsächlich nur einen einzigen bauen. Nein. Ach, es ist doch zum Mäusemelken. Egal, was man tut, es ist irgendwie nie genug Material da. Silberbarren und etwas Stein. So, und was brauchen wir jetzt noch? Goldbarren. Für Goldbarren brauchen wir erstmal Golderz. Und Golderz ist uns gerade eben ausgegangen. Okay, jetzt haben wir quasi einen nationalen Goldnotstand. Das bedeutet, wir werden jetzt Gold zur nächstwichtigsten Ressource in diesem Universum erklären. Also sozusagen jetzt Reihenfolge Sand, Kohle, Eisen und dann erst Gold. Gold kommt erst auf Platz 4. Daran ist es aber auch ganz alleine selbst schuld. Apropos selbst schuld, wo haben wir denn hier Gold? Wir müssen doch irgendwo Gold haben und nicht nur hier so Silberklabberer-Dutch. Übrigens, hier gibt es ja auch noch ganz, ganz andere Materialien, wie ich gerade eben wieder mal feststellen darf. So. So. Sollen sie halt mal schon mal da drüben irgendetwas arbeiten. Hier ist auch kein Gold. Da ist Gold. Ach Gott, und da ist mal rankommen. Vor Lachen. Ach Gott, das bin ich dusselig. Da tue ich doch extra quasi was hin, damit die da hinkommen und dann mache ich es wieder weg. Ja, 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 ja. So, das brauchen wir jetzt gerade eben hier auch nicht mehr, denn ich sehe nicht, warum wir es brauchen sollten. So, und dann können wir das da schon mal dahin tun. Und ich bin gerade eben aktiv am Denken, wie ihr gerade eben mal wieder merkt. Ja. Das sieht interessant aus, was hier passiert. Okay, sie kommen dahin. Alles ist gut. Graben. Bin mal gespannt, ob die Fackel natürlich da bleibt. Oh, mach das hier mal weg. Und das hier mal weg. Und das hier sollte eigentlich auch mal weg. So, da kommt jetzt gerade eben leider keiner ran. Das wird sich aber über kurz oder lang ändern. Irgendwo muss doch noch Gold sein. Hatte ich nicht irgendwo mal Gold gesehen? Wahrscheinlich bin ich jetzt schon 5-mal dran vorbeigeschlittert. Ups. Und ihr habt es wahrscheinlich schon 1000-mal gesehen. Nur ich mal wieder nicht. In meiner allumfassenden Blindheit. Da ist Gold. Na also. Das will auch abgebaut werden. Meine lieben Freunde hier. Die gepflegten Unterhaltung. Zack, zack, zack. Kommen sie auch besser ran. Genau, das war nämlich alles so ein bisschen geplant. Okay, ja, der schläft jetzt. Das hat er sich auch verdient, denn mehr Stürze hält er nicht aus. In den der Stürze liegt die Würze, oder wie war das? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ach, du grüne Neune. Der jetzt abstürzt? Ah ja, gut. Na? Komm, pack die Spinne weg. Also, geh doch! Da drüben hat man noch andere Materialien, aber die will gerade eben irgendwie keiner. Gut, Moment, machen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Auf 1,5. So, dann können wir jetzt das hier noch beauftragen. Und das und das. Und das und das und das und das. Yep. Das da drüben auch noch. Also, Erze haben wir, wie ihr seht, noch jede Menge. Gott. Hatte ich nicht gesagt, Wasser und Tesla verträgt sich eigentlich nicht so wirklich. Wasser sammeln.
Also wie ihr seht, so sieht ein kleiner Tesla-Turm aus, ne? Wenn er so wirklich nur so klein ist. Der darf auch nachher ohne Probleme wieder die ganz, ganz maximale Größe erreichen. Das macht überhaupt nichts. Er kann trotzdem da runterschießen. Entschuldigung. Da musste ich mich kurz mal räuspern. So, ich bin echt gespannt auf den Einsatz der Tesla-Türme, wie die abgehen werden. Und ich hoffe doch, dass sie sehr abgehen werden. So, und wie ihr seht, wir leveln hier natürlich jetzt auch wahnsinnig mit den Tesla-Türmen vor uns hin. Wir können auch noch theoretisch ein Lager machen. Was macht das Lager? Der Bau zusätzlicher Lager ermöglicht es, in Sachen weniger Zeit damit zu verbringen, Gegenstände herumzutragen. Das bedeutet, wenn wir irgendwo ein Lager hinbauen, dann, dann können die das Zeug auch dort abliefern und müssen nicht immer komplett nach oben laufen. So, dafür brauchen wir aber eine Werkbank. Eine Werkbank ist relativ einfach gemacht. Naja, relativ einfach, wenn man mal davon absieht, dass es ebenfalls Eisen kostet. Und Eisen ist ja so wahnsinnig wertvoll, wie wir wissen. Jetzt haben wir das da. Wo war denn das Lager? Wo war es denn? Ich sehe es nicht. War es hier? Nein. Ich meine, es müsste ja etwas sein, was wir noch nicht gebaut haben. Nicht wahr? Ich find's gerade nicht. Moment. Einfach nochmal dahin gehen. Es ist hier drin unter dieser Kategorie. Alles klar. Und da ist es auch schon. Dann brauchen wir noch eine Eisenspitzhacke. Die haben wir, glaube ich. Da haben wir zwar. Wir haben Silberspitzhacken. Ich benutze ja immer noch diesen alten Klumbatsch. Der Bergarbeiter hier, der bekommt natürlich hier natürlich sofort eine Silberspitzhacke. Dann haben wir nämlich unsere Eisenspitzhacke. So, du hast eine Eisenspitzhacke und bekommst deswegen sofort eine Silberspitzhacke. Haben wir noch irgendwie einen Bergarbeiter, genau. Und der bekommt natürlich auch eine Silberspitzhacke. So, jetzt haben wir diverseste Spitzhacken. Ich brauche ja tatsächlich nur eine einzige Eisenspitzhacke. Deswegen kann ich die anderen Spitzhacken ja erstmal quasi weitgehend an andere Leute vergeben. So, und jetzt bauen wir nochmal ein Lager, eine Flagge, ein... Was? Eisenaxt? Stahlaxt? Ach, Eisenäxte haben wir ja wirklich sehr, sehr viele. So, und ein Fässlein haben wir zufällig genau auch eines. Wo ist denn das Ding? Da ist es. Eine Holzmauer. Genau eine, finde ich auch irgendwie lustig. Etwas Holz, etwas Eisen und etwas Stein. Und fertig ist ein... Hey, nicht verstecken, das gilt nicht. Wo bist du? Hallo? Da, das Lager. Und das können wir jetzt zum Beispiel irgendwo hier unten hin machen, damit die Zwerge, wie gesagt, nicht mehr so einen mordsmäßigen Weg haben. Und ich würde vorschlagen, das setzen wir einfach mal ganz, ganz frech dahin. Wir verkürzen mal ganz, ganz kurz den Weg. Wir können das auch theoretisch ja dann noch so ein bisschen ausbauen. Eventuell machen wir das, eventuell auch nicht. Auf jeden Fall, Moment, ach, jetzt machen die erstmal das hier. Na gut, die Zwerge machen erstmal andere Dinge, ganz andere Dinge, als ich mir wünschen würde. Das sind halt Zwerge, ne, die hören nicht immer unbedingt so, was man will. So, dann machen wir hier noch ein Fäckelchen hin und da noch ein Fäckelchen. Und wir haben es geschafft, finde einen Geheimraum. Wir haben tatsächlich einen gefunden, da ist dann, ui, da ist der nächste Boss. Da ist der nächste Boss. Und da hat schon wieder Ameisen. Und diesmal sind sie ja wirklich, boah, alle aufeinander. Ei. Na. Okay, das bedeutet, wir werden über kurz oder lang hier Probleme bekommen. Naja, wir haben dieses Mal ja genügend Tränke und der hat jede Menge Eisen. Guckt euch das mal an, der sitzt quasi regelrecht drauf. So, jetzt macht er nicht mal das Lager hier hin. Na, der braucht aber eine ganze Weile. Seht ihr, wie er da rumschustert? Und fertig. So, jetzt mal gucken. Wenn wir jetzt da noch hingraben. Ich denke, wir sollten als allererstes die Ameisen wegmachen. Kommt mal alle hierher. Und zwar wirklich alle. Und dann werden wir versuchen, in der nächsten Folge Boss Nummer 3 anzugreifen. Also,
Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Boss Nummer 3 ist. Was ist denn da runtergefallen? Ich hoffe, das war kein Zwerg. Das ist doof. Irgendwas ist da runtergefallen. Was ist denn das hier? Das ist ja kurios. Moment. Erstmal die Pflanze hier weg. Eine Fackel hier hin. Eine Fackel hier hin. So, genau. Ja, kommen endlich mal alle hierher. Okay. Sie dümpeln schon hier rum. Und sind zu doof, hier hochzuklettern. Das ist doch unfassbar. Wie oft kann man da eigentlich runterfallen? Das erinnert mich irgendwie an die Folge Fallende Zwerge oder Stürzende Zwerge, wie das hieß. Boah, ey, hört auf rumzubacken. Ich backe jetzt selber hier rum. So, meins. Zwerg auswählen, steuern. Und rüber. Nächster Zwerg. Zwerg auswählen, steuern. Die blockieren sich, glaube ich, teilweise gegenseitig. So. Und der letzte. Boah, ey. Das ist doch gar nicht so schwer. So. Komischen Kreuzlein hier. So, jetzt. Problem ist, sobald ich nämlich das hier wegmache, dann kommen sie, die kleinen Käferchen hier. Naja, es sind ja keine Käfer, es sind ja Ameisen. Das ist sozusagen eine ganz, ganz andere Schiene. So, und hackepetert mal hier das ganz schnell weg. Oder in dem Fall eher schaufelet ist. Hallo, fühlt sich denn keiner zuständig? Boah, wenn man nicht alles selber macht. Zwerg auswählen, steuern. Hau weg. Na. Und? Hallo, Zwerge? Ein Angriff wäre jetzt voll Knorke. Ach, da oben ist auch noch was. Zwerg auswählen und steuern. Jetzt können sie. Jetzt ist auch die Kacke am Dampf. Ich dachte gerade eben schon, warum funktioniert denn das nicht? Und einmal ein Feuerball rein. Ha! Und Level Up! Damit haben wir jetzt den 13. Zwerg geschafft und bekommen auch noch 6 Stahlhelme sowie 4 Fleisch. So, wo ist er denn? Der Zwerg hier. Wer bist du? Du bist der Gartan. Und Gartan ist Jäger von Beruf. Ich behaupte aber, dass wir einen weiteren Magier brauchen, weshalb ich ihm auf jeden Fall schon mal so etwas in der Richtung gebe. Er bekommt jetzt erstmal einen ganz kruden Mix an Ausrüstung, bis ich, eine Silberaxt, ja, bis ich ihm quasi etwas Besseres anbieten kann. So, das bedeutet, du bekommst auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein Magierbüchlein. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch die Verpflichtung, die heilige Pflicht, unserem Zwergenkönig, dem, Visa Ludan, genau, seine Halle zu bauen. Und ich glaube, die machen wir tatsächlich irgendwie so ein bisschen hier hin. Eventuell. Vielleicht ändere ich aber auch noch ein bisschen was und ich mache das hier und das hier wird alles ein bisschen umgebaut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir das jetzt alles hier noch voll fertig kriegen. Fertig kriegen? Moment. Apropos fertig kriegen. Was wollte ich denn noch? Genau. Die kleinen Helferlies. Nee, Blödsinn. Wir brauchen ja gar keine kleinen Helferlies, denn die Zwerge sind hier ja extrem flott unterwegs und haben hier schon alles aufgeräumt. So, hier kommen noch ein paar Fackeln hin. Hey, ist ja geilo. Ach du Herr Jemine, guckt euch das mal an. Was hier an Eisen rumfährt. Das ist ja ein Eisenparadies. Halleluja. Der musste kurz raus. Okidoki. Dann wissen wir ja, was das nächste Mal alles passiert. Wir haben wirklich saubärig viel zu tun das nächste Mal. So, Moment, dann tun wir doch mal hier ganz, ganz schnell ein paar kleine Kletterhilfen hin. Ah, und das ist auch kein Zustand, muss man ganz ehrlich sagen, auf Dauer, ne? Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen prototypisch hier alles. Das geht alles besser. Moment, das hier kommt alles erstmal nochmal weg. Eieiei. Eieieiei, gefährlich, 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 was hier alles passiert. So, schön alles abbauen. Alles muss hier weg. Und wir gehen da noch nicht rein. Also wir gehen nicht weiter rein, als wir müssen.
Weil ansonsten haben wir es ja gleich mit dem Boss zu tun. Und bevor wir mit dem Boss kämpfen, wollen wir natürlich erstmal noch geschlafen haben. Alles Dinge, die in der nächsten Folge kommen. Und, komm, hacke Petres weg. Los, das schaffst du schon. Herkules Zwerg in der grünen Jacke. Du musst wohl Eisen wegkriegen. Okay, er hat eine Steinspitzhacke zugegeben. Mit Stein etwas Eisen abbauen ist von Natur aus ein kleines Problemchen. Nicht, was möglich wäre, aber... Nein! Du Trottelfisch! Niemand hat dir gesagt, dass du da hingehen sollst. Eieieiei. Okay, liebe Leute, an der Stelle beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir ernsthaft diesen Kerl angehen. Und wir müssen es jetzt. Wir haben gar keine Wahl. Seht euch das an. Da liegt was. Und weil da jetzt was liegt, wird ein Zwerg immer, immer versuchen, da hinzukommen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn weghauen. Nicht, dass wir es nicht ohnehin schon vorhatten. Aber jetzt ist das sozusagen oberste Priorität. Eventuell sogar noch bevor dieser Angriff hier kommt. Und, Moment. Wobei, nee, wir könnten eine Sache tricksen. Wir können es tricksen. Wo ist es denn? Fischeintopf kann er nicht mehr sehen. Ja, das interessiert mich gerade eben herzlich wenig. Wir haben andere Probleme. Ich wollte die Helferlies beschwören. Die können uns das Problem tatsächlich aus der Welt schaffen. Weil die, quasi straffrei, glaube ich, da rein können. Moment, ich versuch's mal. Wo ist er denn, der böse? Ja. Gut. So viel dazu, liebe Leute. Das heißt nämlich, wir können uns das nächste Mal erstmal noch um die Verteidigung hier oben kümmern. Und ansonsten, wie gesagt, jetzt ernsthaft, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss und Ade.